Tag und herzlich willkommen zur Pressemitteilung Insolvenzrecht Dresden TV der Kanzlei Ulrich Horion. Pressemeldung. Schuldner muss dem Treuhänder schnell und vollständig über sein Arbeitseinkommen unterrichten. Rechtsgrundsatz. Treuhänder muss den pfändbaren Lohnanteil des Schuldners eigenverantwortlich berechnen, wenn er die Abtretung des Schuldners dem Drittverpflichteten nicht anzeigt. BGH, Beschluss vom 7.04.2011, A, 9 ZB 40-10. Sachverhalt. Schuldner S. befindet sich, nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens im November 2008, in der Wohlverhaltensperiode. Seit Mai 2008 ist er Trainer einer Eishockey-Bundesligamannschaft. Der Treuhänder verzichtet auf die Abtretungsanzeige beim Arbeitgeber. Stattdessen vereinbart er mit dem Schuldner eine monatliche Zahlung in Höhe von 321,29 Euro. Am 8.9.2009 beantragt Gläubiger G. die Versagung der Restschuldbefreiung, weil es geldwerte Sachleistungen sowie Prämienzahlungen erhalten habe. Im Übrigen könne es bei einem anderen Verein erheblich mehr verdienen. Der Treuhänder führt jetzt nach Berechnung durch mit Nachforderungen von über 15.000 Euro. Insolvenzgericht und Beschwerdegericht weisen den Versagungsantrag zurück. Gläubiger verfolgt den Antrag mit der Rechtsbeschwerde weiter. Rechtsgründe: Die Entscheidung wird aufgehoben, die Sache an das Beschwerdegericht zurückverwiesen. Der abhängig beschäftigte Schuldner darf dem Treuhänder keine von der Abtretung erfassten Beträge verheimlichen. Der Treuhänder hat die Pflicht, die vom Schuldner monatlich abzuführenden Beträge nach § 850 FFZPO zu ermitteln. Diese Pflicht hat der Treuhänder verletzt. Daraus kann dem Schuldner für die Restschuldbefreiung kein Nachteil erwachsen. Das Beschwerdegericht hat aufzuklären, ob der Schuldner dem Treuhänder die Gehaltserhöhungen jeweils sofort mitgeteilt hat. Wenn nicht, hätte der Schuldner die Gelder im Sinne von § 295 1 Nummer 3 INSO verheimlicht. Mein Rechtstipp: Zur Vermeidung von Risiken für die Restschuldbefreiung sollte der Schuldner seine monatlichen Lohnabrechnungen immer sofort an den Treuhänder weiterleiten. So Rechtsanwalt Ulrich Horion aus Dresden. Den vollständigen Text und Links finden Sie unterhalb des Videos in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressemitteilung und auf Wiedersehen.